Bobby. Leute, ich fahre heute nach Köln. Ich bin komplett am Arsch. Ich schlafe in letzter Zeit eh so schlecht. Ich habe jetzt halt auch nur, keine Ahnung, 5 Stunden, wenn es hochkommt, geschlafen. Wahrscheinlich nicht mal. Ja, ich bin gerade in den letzten Zügen, meinen Koffer zu packen. As you can tell. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Köln. Mein größtes Ziel diesen Monat war ja, mich mit Freunden und Familie zu umgeben. Und das wird jetzt diese Woche sein. Komplett das Programm. Ich habe mir Urlaub genommen und geplant ist, dass ich feiern gehe, aufs Travis Scott Konzert gehe. Ich glaube, wir machen auch einen Taco-Abend. Ich bin bei meinen Eltern. All solche Sachen. Chillen, mit Freunden treffen, lesen. You know the deal. Ich freue mich auch schon total auf meine Zugfahrt gleich. Also erstens werde ich versuchen zu schlafen und zweitens werde ich Reckless weiterlesen. Oh mein Gott. Vielleicht schaffe ich es heute sogar durch. Ich meine, ich bin lange im Zug, ne? Und das Buch ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ich hatte halt jetzt nicht so viel Zeit zum Lesen, deswegen bin ich erst knapp über der Hälfte. Aber wer weiß, vielleicht werde ich das heute im Zug einfach durchbingen. Ich enjoy es wirklich sehr, sehr, sehr. Ich habe auch mein Most Comfy Zugfit an. Und eine Sache gibt es noch, die ich euch zeigen möchte, beziehungsweise über die ich sprechen möchte. Und zwar habe ich ein Paket bekommen und es ist wirklich meine Lieblingsverpackung. Ich habe schon öfter da bestellt und ich freue mich trotzdem jedes Mal über die Verpackung. Und zwar ist es von Female Company. Mom, I am a rich man. Ich bin so excited, das Paket jetzt mit euch zusammen aufzumachen. Und Leute, wirklich, dieses Paket kam perfekt, weil ich werde auf jeden Fall meine Tage bekommen jetzt in dieser Woche, wo ich in Köln bin. Seitdem ich auf Period Panties umgestiegen bin, ich fühle mich so viel sicherer. Und ich laufe so viel weniger aus, bei Gott. Und ich habe eine sehr starke Periode. Ich habe 2 neue Period Panties und da bin ich so gespannt drauf, das zu testen. Organic Tampons. Die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Ich liebe dieses Packaging wirklich so sehr. Ich glaube, das hier ist die Seamless Panty mit einer mittleren Saugkraft. Die sieht so aus. Die mit der mittleren Saugkraft trage ich immer sehr gerne zum Ende meiner Periode hin, wenn es nur noch ein bisschen blutet. Und der Stoff fühlt sich total bequem an. Es ist total stretchy und weich. Ich freue mich auf jeden Fall, die auszuprobieren. Ich habe natürlich meine anderen auch schon gepackt. Wirklich, ich habe mittlerweile wirklich viele Period Panties. Aber ich liebe es halt auch einfach komplett, weil für mich ist der größte Vorteil, dass ich erstens mir wirklich weniger Sorgen machen muss, auszulaufen. Und zweitens ist natürlich der Umweltfaktor, dass ich keinen Müll mache, sondern die einfach in die Waschmaschine schmeißen kann und wieder neu zu benutzen sind. Slay. Und hier haben wir noch eine der klassischen Panties, die ich auch habe, mit einem größeren Bund. Der sitzt halt auch so stabil, dass auch nichts verrutscht. Also man hat auch einfach keine Sorgen, dass irgendwas daneben gehen könnte oder sowas. Und die hat auch eine mittlere Saugkraft. Perfekt, jetzt bin ich bestens vorbereitet, wirklich. Besser vorbereitet hätte ich nicht sein können für den Trip. Und, meine Lieben, zurzeit finden auch immer wieder Sales statt bei Female Company. Plus, ich habe noch meinen eigenen Code. Das heißt, ihr könnt richtig sparen. Der Code lautet VH_Clara. Und ihr bekommt damit 12% Rabatt, auch auf die ganzen Sale-Artikel noch. Ich zeige euch hier mal ganz kurz, wie günstig ihr eine Perioden-Panty bekommen könnt. Einfach mal zum Austesten. Vielleicht ist es ja was für euch. Ich bin wirklich sehr, sehr happy damit und würde nicht mehr zurückgehen zu binden. Und ich werde mich jetzt fertig machen. Und loshappeln nach Köln. Zieh ich einfach hoch. Ach, same. Wow, oh mein Gott, wie stark. Oh mein Gott, hä? Hallöchen, ich bin gestern
gut nach Köln gekommen. Ich hatte eine sehr angenehme Fahrt, ohne Verspätung tatsächlich. Und wir haben gestern hier zu dritt ein bisschen Zeit verbracht. Wir waren ein Eis essen und in der Meiersche. Ich habe mir einen richtig süßen neuen Stift gekauft. Der ist so niedlich. Ich kann nicht mehr. Ja, der passt auch perfekt heute zu meinem Kleid. Ah, auf jeden Fall bin ich mega happy hier zu sein. Ich merke auch einfach dieses Gefühl von, ich fahre gleich einfach zum Rudolfplatz. Ich bin einfach in Köln und es ist einfach, ich fühle mich hier deutlich mehr zu Hause als in Berlin zurzeit. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne hier. Ich vermisse nur meine Katzen. Oh mein Gott. Heute Morgen wach werden und nicht mit Katzen kuscheln, das war schon irgendwie echt traurig. Heute habe ich gleich erstmal Online-Therapie. Richtig wild. Und dann fahre ich in die Stadt und hol Sarah ab. Die hat nämlich gerade ein Probearbeiten. Dann mal gucken, was geht. Ich weiß noch nicht so genau, was wir jetzt tagsüber machen. Ich glaube, ganz entspannt, weil wir sind heute Abend oder besser gesagt heute Nacht feiern im Club. Und Leute, ihr wisst, ich bin eigentlich nie feiern. Aber ich habe Bock. Ich habe Bock zu tanzen. Und ich bin sehr gespannt, weil ich war lange nicht mehr feiern. Und in Berlin würde ich auch nicht feiern gehen, glaube ich, weil mir das irgendwie alles zu wild ist und zu viel, auch mit der ganzen Drogenkultur und sowas. Aber hier in Köln habe ich da schon eher Bock drauf. Ich habe so trockene Hände. Ich habe überall so trockene Haut. Und es wird heute richtig warm. Mir ist gerade auch schon einfach hot as fuck. Aber ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf die Zeit hier generell. Ich mache jetzt erstmal noch alles fertig und habe gleich Therapie. Und dann geht's weiter. Ich habe gerade Therapie hinter mir. Heute war irgendwie eine richtig scheiß Session. Aber ich habe auch übel PMS und bin einfach so, ich fühle mich richtig. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt los in die Stadt, besorge noch ein, zwei Sachen und hole dann Sarah ab. Und ich freue mich schon. Freue mich. Wuhu. Ich sitze hier gerade an der übelsten Dorfbushaltestelle und fahre jetzt zum Travis Scott Konzert. Wir waren gestern bis drei waren wir gestern feiern und dann sind wir irgendwann gefahren und waren dann noch bis 5 Uhr wach. Auf jeden Fall sind es 30 Grad, 32 Grad. Ich sitze hier in der prallen Sonne, es gibt keinen Schatten, mir geht's gar nicht gut und ich muss auf den Bus warten und ich hoffe, der kommt, weil manchmal kommen die auch einfach nicht. Aber es wird noch dauern, Leute. Oh,
bitte, dass meine Haut komplett am Ausrasten ist. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ja, Leute, oh mein Gott. Das Travis Scott-Konzert war krass. Also wirklich krass. Ich bin jetzt niemand, der bei Travis Scott so die Songs mitsingen kann, to be honest. Aber die Stimmung war krass. Diese Energy von diesen zehntausenden Menschen. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt wirklich da waren. Würde schätzen 50.000. Aber diese Energy zu spüren war insane. Bühnenbild war krass. Seine Stimme ist krass. Man muss es ihm wirklich lassen. Er hat eine gute Stimme, kann gut singen, hat auch wirklich viel gesungen. Also wenn ich das jetzt mal mit einem Don Toliver vergleiche, der wirklich nur Playback hatte und immer mal wieder nur ein paar Wörter ins Mikrofon geschrien hat. Es war wirklich gut. Es war gut performt. Krasse Stimmung. Wirklich einfach. Hat sich sehr gelohnt. Es ist jetzt einfach schon 3 Uhr nachts. Ich bin wirklich die letzten Tage. Es ist so wild, was alles passiert. Ich bin jetzt bei meinen Eltern. Ich bleibe jetzt hier 2 Nächte und fahre dann wieder nach Köln zu Sarah zurück. Auf jeden Fall, mit Sarah feiern war auch so geil. Also es hat wirklich so Spaß gemacht. Da waren wir irgendwie auch bis 5 Uhr nachts wach. Wir hatten nämlich noch den klassischen nach dem Feiern Deep Talk in der Küche. Kennt man. Und dann bin ich heute Morgen halt zu meinen Eltern gefahren und dann zum Konzert und dann vom Konzert wieder hierhin. Und ich freue mich so sehr auf diesen Schlaf, weil Leute, ich habe in meinem Leben noch nicht in so einem gemütlichen Bett geschlafen wie in diesem Bett. Und ich weiß nicht, es ist wirklich, es ist perfekt für mich. Und ich weiß, dass es so ein guter Schlaf sein wird. Oh mein Gott, besser als zu Hause. Und das muss man mal hinbekommen. Das muss man wirklich hinbekommen, dass man besser schläft als zu Hause. Und ich freue mich unfassbar auf den Schlaf, aber ich bin auch noch richtig aufgedreht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt 3 Tage erst in Köln und es fühlt sich an, als hätte ich hier schon eine Woche verbracht, weil so viel passiert ist und links und rechts total viel passiert. Morgen ist Family Time angesagt, morgen ist Sonntag und am Montag fahre ich dann wieder zurück zu Sarah. Oh, ich freue mich. Ich bin einfach ultra happy. Ich bin mega erfüllt. Ich bin glücklich. Ich glaube auch, dass dieses Ich, es fühlt sich schon länger an als 3 Tage, hat viel damit zu tun, dass ich gerade sehr im Moment bin und sehr viel einfach genieße, was passiert. Und das ist voll schön. Ich nehme jetzt meine Tabletten. Ich packe mir die immer ab und zähle die ab für die Nächte, die ich weg bin. Ich lese noch ein bisschen auf meinem Kindle. Ich habe übrigens Reckless beendet. Ich habe das komplett durchgebinged. Ich habe wirklich am Donnerstag, wo ich gefahren bin, ich habe die Hälfte des Buches gelesen und es beendet und lese gerade Ricochet, der 2. Teil in der Addicted-Reihe. Und ich mag es sehr gerne. Ich habe da auch schon 45% oder so. Ja, 45% habe ich auch schon in Ricochet. Und das ist so krass. Ich bin bei Kapitel 7 mit 45%. Die Kapitel sind teilweise, man sieht das ja immer unten, die waren teilweise 27 Minuten lang zu lesen. Naja, ich gehe jetzt schlafen. Morgen ist Family Time. Ich glaube, da werde ich nicht so viel filmen. Aber wie süß auch, dass es halt da for free halt so und trotzdem, wenn man sich die Mühe gemacht hat, das einzupacken. Leben am Abgrund. Krass. Das klingt heavy. Es ist jetzt einfach schon Dienstag. Ja, es ist Dienstag. Ich bin einfach krank geworden. Ich hatte gestern so richtig Schüttelfrost und Gliederschmerzen und habe tagsüber gepennt, hatte dann auch noch eine Schlafparalyse und sowas. Also es war wirklich komplett abgedreht. Aber ich hatte ein schönes Wochenende bei meinem Dad. Wir waren am Sonntag noch zusammen spazieren und haben Elva rausgespielt und sowas. Also so richtig Family Time, einfach ganz ruhig. Und dann gestern am Montag war ich halt einfach irgendwie krank. Ja, mir ging es echt nicht so gut, aber wir haben dann irgendwie trotzdem einen schönen Tag gemacht. Dann hatten wir noch einen Freund da und wir sind spazieren gegangen, haben einen Film geguckt. Ganz, ganz entspannte Sachen. Und heute geht es mir schon wieder besser. Wir gehen jetzt in die Therme. Weil ich habe richtig Bock auf Therme. Ich liebe Therme. Ich liebe die Claudius-Therme hier in Köln und ich gehe da bei jeder Gelegenheit gerne hin. Deswegen, I'm ready. Und ich freue mich schon richtig, einfach so ein bisschen zu entspannen. Ich glaube, das tut mir auch nochmal ganz gut, so gesundheitstechnisch. An sich, ich bin eigentlich voll stolz auf mich, dass ich diese Krankheit so schnell gebettelt habe, weil gestern ging es mir echt scheiße und heute geht's halt. Es geht. Auf geht's in die Therme, Bitches.
wundern. Ich habe gerade meine Skincare gemacht. Heute ist einfach schon mein letzter Tag hier. Auf der einen Seite freue ich mich auch wieder zurück in meine Routinen zu kommen und sowas, wenn ich zu Hause bin. Auf der anderen Seite habe ich gar keinen Bock, nach Hause zu fahren. Vor allem, weil gerade irgendwie alles super stressig ist. Aber ja, wir machen uns heute nochmal einen richtig schönen Tag. Sarah ist nämlich gerade Brötchen holen. Dann wird gefrühstückt. Dann gehen wir Gassi mit einem Hund. Look at me. Ich habe meine Hundephobie so gut abgelegt. Ich bin wirklich stolz auf mich. Später treffe ich mich noch mit einem Freund. Und heute Abend machen wir Taco-Abend. Und ich bin immer noch erkältet, wie man hört. Ich bin einfach leicht angeschlagen immer noch. Aber mir geht's gut. Es ist jetzt nicht so dieses Fieber. Das ist auch nicht so der Beste. Toll. Du hattest die noch nie. Ich finde die auch süß, weil die halt so... Boah, ich glaube, ich mache noch mehr Frischkäse. Auch gut. Ich mache erstmal Frischkäse mit Ja, ist okay. Was geht ab? Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder zu Hause. Ich muss sagen, meine letzten Tage in Köln waren so ein bisschen, naja, nicht das, was ich mir erhofft habe. Einfach, weil ich halt krank geworden bin. Und ab Montag wirklich ist alles so ein bisschen, ja, ich konnte halt einfach nicht die Sachen machen, die ich machen wollte. Ich wollte eigentlich noch ins Kino, ich wollte mich noch mit einem Kumpel treffen. Das ist alles nicht passiert, weil ich einfach zeitweise immer wieder abgekackt bin mit meiner Gesundheit. Aber es war trotzdem an sich so eine schöne Zeit. Ich hatte wirklich so viel Spaß, so viele schöne Sachen gemacht, die ich halt hier in Berlin zum Beispiel nicht mache. Wie zum Beispiel feiern gehen oder einfach mal mit einer Freundin ins Café und Uno spielen. Oh mein Gott, da muss ich auch noch eine kurze Storytime zu erzählen. Wirklich, es ist einfach das Witzigste passiert, was passieren kann beim Uno-Spielen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich eine +2-Karte zum Beispiel gelegt habe, dann hat Sarah immer zuerst gespielt und dann gezogen. Ja, sie legt immer erst die Karte und zieht dann. Deswegen ist uns das nicht direkt aufgefallen. Ich habe eine Farbwunschkarte gelegt, habe mir grün gewünscht. Sarah hatte nur noch eine Karte, ja. Und sie war so, scheiße. Legt die Karte, es ist eine +4 Farbwunschkarte und sie zieht selber 4 Karten. Und uns ist es beide nicht aufgefallen, dass sie eigentlich gewonnen hat schon. Also man kann jetzt natürlich drüber streiten, ob man eine Farbwunschkarte auf eine Farbwunschkarte legen darf. In unserer Welt durfte man das. Aber wie sie einfach wirklich mit vollem Selbstbewusstsein diese Karte legt und denkt, sie müsste 4 Karten ziehen. Und jetzt ist uns beide nicht aufgefallen. Und dann hat sie mich gefragt, ja, hast du denn 4 Karten gezogen? Und ich so... Ja, ich glaube schon. Also wirklich, das war wirklich einfach das Witzigste, was je passieren konnte bei Uno. Ja, ansonsten habe ich wirklich gemerkt, ich bin einfach so unfassbar gerne dort. Habe kurz gedacht, ich muss wieder nach Köln ziehen jetzt, aber habe dann gemerkt, upsi, ich kann es mir gar nicht leisten. Ach ja, das Leben ist schon, ein bisschen mehr Geld wäre schon von Vorteil, ich sag's wie es ist. Aber vielleicht irgendwann in der Nähe wieder wohne von Köln, kann ich ja wenigstens wieder zu Besuch öfter. Die letzten Clips waren auch mit dem Hund. Das ist ein Hund, den Sarah sittet einmal die Woche. Und Leute, ich habe gemerkt, ich glaube, ein Hund ist es nicht für mich. Ich dachte immer, die laufen einfach neben einem her, wenn man mit den Gassi geht. Und die gehen halt da lang, wo man lang geht. Aber Digga, man muss die ja die ganze Zeit leiten. Man muss die... Ach du Scheiße, Alter. I wasn't prepared, wirklich. Aber ich habe zum ersten Mal im Leben einen Hund an der Leine gehalten. So that's nice. In der Therme war es auch übergeil. Ich liebe diese Therme in Köln, wirklich. Wenn ihr jemals in Köln seid, plant einfach diese Therme mit ein. Geht da einfach mal hin, wirklich. Es macht einfach Bock. Ich war aber noch nie in der Sauna. Also ich war generell noch nie in der Sauna. Und ich glaube, ich muss das aber mal ausprobieren, weil ich... Ich glaube schon, dass mir es gefallen würde auch. Ich habe immer gedacht, man setzt sich halt so eine Stunde am Stück in die Sauna und dachte immer so, boah, ist viel zu anstrengend. Ih, da ist eine riesige Spinne. Aber ich habe dann von Sarah erfahren, dass man da immer nur so 15 Minuten reingeht und sich dann wieder abkühlt. Und ich glaube, das ist schon ganz geil. Oh, kann diese Spinne mal bitte nicht hier reinkommen? Zum Travis Scott Konzert? Kann ich da irgendwas noch zu sagen? Also es war halt gestört. Es war wirklich einfach gestört. Es waren, glaube ich, 40.000 Menschen da, habe ich im Nachhinein erfahren. Und es war krass. Es war wirklich eine krasse Show, eine krasse Energy in diesem Stadion. Also ich bereue es null, dahin gegangen zu sein. Ich habe so einen smarten Move gemacht danach. Ich musste nämlich zu meinem Papa. Mein Papa wohnt ein bisschen außerhalb von Köln, okay? Ich habe geguckt auf Uber. Nach dem Konzert 60 Euro. Like, okay. Da war ich so, nein. Ich meine, es müssen zehntausende Menschen gerade nach Hause kommen. Natürlich kostet der Uber gerade viel. 60 Euro sehe ich gar nicht ein. Und dann bin ich mit der Bahn schon mal an den Rand gefahren und dachte, dann wird es günstiger. Hab die ganze Zeit schon so gecheckt,
auf Uber, habe dann irgendwann gesehen, so, oh geil, 25 Euro. Dann komme ich an der letzten Haltestelle an, gucke nochmal, 40 Euro. Ich so, okay, what the fuck, steig wieder gegenüber in der Bahn ein, fahre wieder eine Station zurück. Und dann waren es 25 Euro. Ich musste dann immer noch 19 Minuten auf diesen Uber warten. Aber wirklich Ehrenmann, dass er nicht gecancelt hat und dass er mich abgeholt hat. Obwohl er 19 Minuten zu mir fahren musste und dann nochmal außerhalb von Köln fahren musste. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hatte ich eine super Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne einen Kommentar da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Macht's gut. Haut rein. Tüdelü. Bye, bye.